Guten Tag, Herr Gall. Freut mich, Sie hier mal in der Konferenz begrüßen zu dürfen. Wir haben ja bezüglich meines Falles in der Schule miteinander zu tun. Sie sind mein Anwalt und ja, wir wollen heute über Meinungsfreiheit reden. Ja, guten Tag. Mache ich gerne. Wir reden ja jetzt ganz konkret über Ihren Fall, sondern vielleicht auch über die allgemeinen Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Aber ich glaube, der Fall ist auch sozusagen in Grundzügen bekannt. Darum brauchen wir da nicht drüber schweigen, über die Details. Ja, denke ich auch. Das ist ein Fall, der ist eben durch die Presse gegangen. Der RBB hat daraus eine Geschichte gemacht, die sich gut verkaufen lässt, von dem bösen Lehrer, der den Kindern Corona mit in die Schule bringt oder so. Gut, das habe ich ja nie gemacht. Das steht ja, glaube ich, auch gar nicht mehr zur Debatte. Da müsste man ja was an den Haaren herbeiziehen. Das wollen wir ja auch nicht machen. Das, worauf sich das im Wesentlichen bei mir jetzt konzentriert, ist eigentlich der Punkt der Meinungsfreiheit. Wie weit geht die? Wie weit ist es erlaubt, seine eigene Meinung in der Schule zu sagen? Weil man hat da ja einen öffentlichen Auftraggeber und der hat ja gewisse Ansprüche an die Lehrer zum Beispiel, wie mich. Und einer der gewichtigsten Punkte zum Beispiel ist das Wörtchen Mäßigung. Ich glaube schon, dass Lehrer sich im Allgemeinen ihrer Verantwortung bewusst sind, dass sie jetzt nicht über die Stränge schlagen. Und was über die Stränge schlagen ist, das weiß man in Berlin gut, da hat man genügend Beispiele zum Angucken. Also ich glaube nicht, dass mir jemand sowas vorwerfen kann und von daher halte ich mich eigentlich für gemäßigt. Und deswegen müssen wir das mal ein bisschen genauer beleuchten, was ich eigentlich darf und was ich nicht darf. Und das wäre jetzt auch für die Allgemeinheit natürlich interessant. Und Sie hatten jetzt einen Fragenkatalog ausgearbeitet zu dem Thema, was das da alles gibt und mir das mal gezeigt. Und das fand ich jetzt auch ganz gut, dass wir das jetzt zusammen mal anschauen oder auch allgemein über den Fall sprechen. Also Sie können ja jetzt mal die Überleitung machen von meiner Ansage. Ja, also die entscheidende Frage ist nach meinem Geschmack nicht die Mäßigung. Das ist eigentlich der falsche Einstieg. Darin liegt im Grunde genommen auch das Hauptproblem der Senatsverwaltung, also ihres Arbeitgebers, dass da massive Missverständnisse herrschen. Es ist in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes so, im Prinzip so, dass Sie als Angestellter in der Privatwirtschaft oder auch im öffentlichen Dienst, ja selbst als Beamter, die gleiche Meinungsfreiheit genießen, die jeder Bürger bzw. jedes Mitglied der Bevölkerung im Lande genießt. Also die Meinungsfreiheit ist geregelt im Grundgesetz in Artikel 5. Und die ist zwar nicht grenzenlos, also nicht schrankenlos, wie man im grundrechtlichen Jargon sagt, gewährleistet, aber sie unterscheidet sich sozusagen nicht zwischen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes oder Lehrern oder privaten Angestellten, also in der Privatwirtschaft Angestellten oder einfach nur Privatmenschen, die völlig unabhängig von einem Arbeitsverhältnis sich äußern. Das ist im Grunde genommen zunächst einmal das Gleiche. Ja? Sie müssen sich nicht mäßigen, Sie dürfen Ihre Meinung äußern. Vielleicht ein bisschen unabhängig von den aufgeworfenen Fragen zunächst einmal klarstellen, dass es natürlich einerseits Meinungen gibt, andererseits Tatsachen. Falsche Tatsachen kann es natürlich geben, ja, also das ist gewissermaßen auf der Grundlage der Annahme, dass es eine objektive Wahrheit gibt, das ist ja gewissermaßen die Ausgangsthese der Aufklärung, könnte man sagen. Also eine Tatsachenbehauptung oder eine Tatsachenfeststellung, Äußerung zu einer Tatsache kann eben wahr oder falsch sein, idealerweise. Da unterscheidet sich die Meinung natürlich ganz generell von. Eine Meinung kann niemals falsch sein oder richtig sein. Ja? Wenn wir also über Meinungsäußerungsfreiheit reden, dann reden wir eben über gewissermaßen Einschätzungen, Bewertungen, eben Meinungen, die einer objektiven Beurteilung gewissermaßen nicht zugänglich sind. Das ist eben auch der Hintergrund der großen Weite dieses Meinungsbegriffs oder der Meinungsfreiheit, dass sie ja gewissermaßen nur an den Meinungen anderer endet und nicht an irgendeiner Wahrheit oder Tunlichkeit oder Angemessenheit oder eben auch Richtigkeit. Ja?
Meinungsäußerungsfreiheit ist im demokratischen System natürlich eine der Kernfreiheiten. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist im demokratischen System das bedeutendste Grundrecht, wird ergänzt durch die Demonstrationsfreiheit, wo es auch um Meinungsäußerung geht und das im öffentlichen Raum, was natürlich in einem demokratischen System eine ganz große Bedeutung hat, dass man im öffentlichen Raum seine Meinung sagen darf. Und die Grenzen der Meinungsfreiheit sind gewissermaßen einheitlich bestimmt für alle Grundrechtsträger, also alle, die unter dem Grundrecht eine Meinung äußern. Das ist die Ehre anderer, ja, also der Ehrenschutz anderer und gegebenenfalls auch noch die Meinungsfreiheitsgrenze anderer. Also man kann vielleicht nicht sagen, dass ein anderer eine oder nur vollkommen dumme Meinungen äußert, die nicht Beachtung finden dürfen. Ja? Das wäre, dann spricht man von praktischer Konkordanz, dann wären die grundrechtlichen Schutzbereiche der beiden Beteiligten gewissermaßen nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Ja. Aber das ist ein extremer Ausnahmefall. Eine Frage dazu. Eigentlich, ja, gerne. Mein Arbeitgeber ist ja nun die Schule und die Schule erzieht ja nun auch und hat da gewisse Vorstellungen, wie die jungen Menschen zu erziehen sind und macht da ja auch viele Vorschriften, denke ich mal. Das ist halt das, was im öffentlichen Raum auch normalerweise dann an Diskussionen läuft. Ja, egal, ob es jetzt um Gender geht oder die Benutzung der Sprache oder den Klimawandel oder jetzt eben Corona, da gibt es eben sozusagen immer gefühlt eine Meinung, die im Prinzip vom zu vertreten wäre. Ne? Also das ist so ein bisschen das Empfinden, was wir jetzt in dieser Zeit haben. Und inwiefern bin ich da zur Loyalität betreffend den Meinungen meines Arbeitgebers verpflichtet? Ganz beherzt und deutlich herausgestellt, in keiner Weise. Das ist in der Tat ein Wesensmerkmal der Gegenwart, könnte man sagen, dass der Irrtum langsam um sich greift, dass es richtige und falsche Meinungen gibt, dass es moralisch hochstehende und moralisch tiefstehende Meinungen gibt, dass sozusagen eine Meinung immer zunächst einmal eine Haltung zum Ausdruck bringt und dass es eben gute und falsche Haltungen gibt. Das ist im Grunde genommen ein voraufklärerisches Denken, was im postmodernen Denken in der Tat um sich greift. Aber es hat wirklich nichts, aber auch nicht am Rande mit der Meinungsäußerungsfreiheit zu tun. Wenn Sie als Lehrer, Sie sind als Lehrer nach dem Arbeitsvertrag, nach dem Anstellungsvertrag, wie auch immer man das nennen mag, verpflichtet, zu unterrichten. Ja, wenn Sie also im Unterrichtsmodus sind, gewissermaßen, ja, was Sie natürlich praktisch ausschließlich sein sollen, dann unterrichten Sie wahrscheinlich überwiegend Tatsachen bzw. den Unterrichtsstoff. Ja. Da vertreten Sie keine Meinungen, da gehen Sie einen Stoff durch. Ja. Sie sind aber eben als Grundrechtsträger auch berechtigt, sozusagen en passant, nebenbei, im normalen Kommunizieren mit Schülern, ob das nun Minderjährige sind oder wie in Ihrem Fall ja überwiegend junge Erwachsene, sage ich mal, da dürfen Sie natürlich auch zu allgemeinen Themen und auch zu den, ja, ich sag mal, Indoktrinationsversuchen Ihres Arbeitgebers eine Meinung, das heißt eine bewertende Bemerkung oder Beurteilung oder Einschätzung machen. Und dort gibt es eben keine Loyalitätsgrenzen, was das allgemeine Meinen betrifft. Ja? Sie sind also nicht als Schüler, als Lehrer in einer öffentlich-rechtlichen Schule, auch da nicht etwa verpflichtet, sozusagen nur die Meinungen Ihres Arbeitgebers zu vertreten. Es gibt, diese Ausnahme muss ich gerade einmal benennen, damit wir da nicht, dann können wir sie auch zur Seite legen. Es gibt sogenannte Tendenzbetriebe. Nun gut, ich sage ja nur auch mal, es ist ja auch nicht so, dass der Arbeitgeber mir jetzt einen Katalog ausgehändigt hätte, was ich zu vertreten habe an Meinungen.
Also sowas kenne ich nicht in dieser Art und Weise. Mir ist bekannt, dass es in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten Framing-Manuals und ähnliches gibt und vielleicht auch einfach so ein gewisses Loyalitätsverhalten, wo die sich dann da gegenseitig beeinflussen und wieder zur Ordnung rufen für die Leute, von denen sie bezahlt werden. Aber jetzt in der Schule ist das ja eigentlich etwas anderes. Da werden wir jetzt von der Allgemeinheit bezahlt, aus dem Steuersäckel. Und von daher sehe ich das ja auch so, dass wir wirklich die Grundideen des Grundgesetzes dort zu vertreten haben. Und was ja auch ganz wichtig ist für die Schüler, ist auch vorgelebt zu bekommen, dass man eine Meinung vertreten darf, oder? Absolut, genau. Also das ist sozusagen die Frage der Grenzen von politischer Meinungsäußerungsfreiheit. Ja? Da gibt es in der Tat bei Beamten genauso wie bei Mitarbeitern, also Lehrern des öffentlichen Dienstes, eine sehr weite Außengrenze. Das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also Sie dürfen als Beamter und als Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes sozusagen per se oder in Einzelpunkten wirklich in Frage stellen. Sie dürfen nicht sagen, Demokratie ist eine überlebte Staatsform, die wir brauchen einen Kaiser wieder oder Parlamente sind doch nur Schwarzbuben, wie das, glaube ich, Kaiser Wilhelm mal gesagt hat. Das wären, wenn Sie das gewissermaßen als prinzipielle politische Meinungsäußerung äußern, dann begeben Sie sich wahrscheinlich jenseits der Grenzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Natürlich nicht, wenn Sie sozusagen ironisch scherzhaft tun, sondern wenn Sie wirklich in der Sache da eine Auffassung vertreten zu der demokratischen oder zur Grundordnung in diesem Land, die von der Verfassung nicht mehr umfasst ist. Wenn Sie also die Grundordnung, die verfassungsmäßige Ordnung überwinden wollen oder bekämpfen, das ist gewissermaßen auch ein Loyalitätsthema. Ja. Sie müssen gewissermaßen das Grundgesetz aktiv verteidigen, sozusagen mit Leben erwecken. Und das ist in Ihrem Fall oder in unserem Fall, in diesem Fall, auch ein Grundargument gewesen, was wir wiederholt verwendet haben. Dass Sie gesagt haben, oder wir gesagt haben, gerade das Beharren einer Meinungsäußerungsfreiheit, auch in der kritischen Betrachtung von politischem Handeln oder irgendwelchen gesellschaftspolitischen Vorhaben, das ist gerade ein Ausleben gewissermaßen der demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes, weil sie gewissermaßen deutlich machen, dass wir in einem offenen Diskurs sind, in einer sozusagen ja, offenen Gesellschaft, um mit Karl Popper zu sprechen, wo eben unterschiedliche Meinungen gerade geäußert werden sollen, damit man in einem demokratischen Prozess zu dem möglichst besten Ergebnis gelangt. Für die ja, für die Also, Gemeinschaft, die da haben Bevölkerung, das System. ja, da haben wir aktuell ein bisschen ein Problem mit in der Schule. Das ist jetzt eine Meinung, ja, für alle, die sich jetzt aufregen sollen wollen bei dem, was ich sage. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass viele Lehrkräfte einfach ein besseres Gefühl damit haben, wenn sie aus dem Unterricht gehen und alle einer Meinung sind, dass ein Thema zu Ende diskutiert ist und eben diese objektive Wahrheit dann auf dem Tisch liegt. Und alle, die dem nicht damit übereinstimmen, dass die dann irgendwie falsch sind und dass die ausgegrenzt werden müssen und so weiter. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, schwingt das mit. Ich will es jetzt nicht übertreiben, dass ich sage, das wird jetzt mutwillig gemacht, aber ich kann es beobachten, dass es da ist und das ärgert mich. Und wenn ich darauf hinweise oder sowas, dann bin ich gleich mit ausgegrenzt, weil das gibt es ja nicht und das lehnt man ja auch ab im Prinzip und man gibt es auch nicht zu, aber es findet statt, oder? Kann man das nicht auch anderswo beobachten, so in Debatten, dass da immer versucht wird, auf ein Ziel hinzuarbeiten? Ich halte das sozusagen für das metapolitische Grundprinzip des öffentlichen Diskurses inzwischen, um es mal ganz anspruchsvoll auszudrücken. Das ist unser Grundproblem zurzeit. Und das wird auch in den öffentlich-rechtlichen Medien gewissermaßen so als Leitbild komplett gelebt. Jeder, der von der herrschenden Meinung einer gewissermaßen Meinungsbildungselite auf nur ein Jota abweicht, muss sofort mit einem Unwerturteil gewissermaßen
belegt werden. Und das führt auch häufig dazu, dass andere abweichende Meinungen gewissermaßen verbannt werden, diskreditiert werden. Ich empfinde es geradezu, manchmal eine Pause, da müsste man dann schneiden, weil ich irgendwo da ist, kleine Sekunde. Okay. So, soll ich weitermachen einfach und Sie Wir schneiden das dann? waren jetzt hier gerade bei dem generellen Problem, wie man zurzeit bei uns in der Gesellschaft diskutiert. Ja, Da mach wollte ich ich noch mal einen weiter. Satz nachsagen. Ich würde fast sagen wollen, dass genau das der Punkt ist, in dem die politische oder verfassungsmäßige Ordnung gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat. Es gibt ja dieses Buch die offene, von Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Die offene Gesellschaft ist eben eine Gesellschaft, wo Menschen unterschiedlicher Meinungen, Auffassungen über politische Sachverhalte in einem sehr breiten Spektrum äußern können und dann gewissermaßen friedlich, im wahrsten Sinne, ohne vorgegebene Geltungsansprüche darüber diskutieren können. Ja? Und das ist dann der öffentliche Diskurs, der die offene Gesellschaft eben weiterbringt. Und die Feinde, von denen Karl Popper damals sprach, befürchte ich, sind in der Tat heute meist sehr links stehende Journalisten wie Politiker oder auch Polizisten, die gewissermaßen diesen offenen Diskurs aktiv bekämpfen und mit voraufklärerischen Ideen eingreifen und sagen, diese Meinung darf man nicht vertreten. Das wird dann noch gebrandmarkt, gelabelt im Rahmen eines Framings, was nicht zu äußern ist. Das ist dann populistisch oder rechtspopulistisch oder rechts. Das wird dann auch ganz blind, unabhängig von dem Bild der Verwendung des Wortes rechts im Zweifel als rechtspopulistisch oder eben nur populistisch gelabelt. Und so laufen praktisch alle Diskurse immer darauf hinaus, dass man ein immer kleiner geworden, so ein Obertonfenster nur noch vor sich hat und darauf achtet, dass jeder Diskurs in diesem kleinen Fenster des Mainstream, des Sagbaren geführt wird. Ja, Und das, was mir die tatsächlich, ja, das, was mir tatsächlich genau an der Stelle auf die Füße gefallen ist, ist eben, wenn man in den öffentlich verbreiteten Narrativen so Fehler findet und die dann benennt, dann, ja, dann erntet man erstmal schiefe Blicke, wenn die Leute nett sind, schweigen und wenn sie unfreundlich sind, das, was ich jetzt erlebt habe, ne? Ich glaube auch, diese Diskussion über links und rechts, die ist tatsächlich so ein bisschen überlebt, weil ich habe jetzt gerade ein Interview gesehen mit einem linken Politiker, der sagte, im Moment würden sie auch gar nicht zu Corona wirklich befragt werden, weil man möchte wirklich, dass die Corona-Kritik aus der rechten Ecke kommt, damit man die rechte Ecke verteufeln kann und wieder mal ausgrenzen kann. Weil das, was ich selbst erlebe, auch aus dem persönlichen Bereich, ist, dass eben jeder, der jetzt Probleme hat, persönliche Probleme im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, der wird natürlich auch diese benennen und sagen und irgendwann sagt er sie auf jeden Fall, weil wenn er kein Geld mehr hat und seine Miete nicht mehr bezahlen kann, was soll er machen? Ja, dann ist er aber noch lange kein Rechter, sondern das ist ja jemand, der unter den Corona-Maßnahmen leidet, ne? Und das muss man einfach mal laut und deutlich sagen, damit diese unselige Diskussion aufhört, dass man die Corona-Kritik grundsätzlich dann reinpackt in irgendwelche Reichsbürgerecken, wo die ja gar nicht hingehört. Also das ist ja Unsinn, das passt ja gar nicht zusammen. im Gegenteil, es ist geradezu im Rechts-Links-Schema genau eine Gegensätzlichkeit eingetreten. Ja. Wir reden bei Corona-Maßnahmen von restriktiven, repressiven, staatlichen Maßnahmen, die sozusagen einheitliche Lebensverhältnisse schaffen und vom Staat auf die Gesellschaft sozusagen einwirken. Das ist ein scharf rechter Blickpunkt gewissermaßen auf das Verhältnis von Staat zu Gesellschaft. Die Corona-Kritik beharrt auf Freiheit,
Freiheit der Gesellschaft und der einzelnen individuellen Mitglieder der Gesellschaft gegen staatliche Bevormundung, gegen staatliche Steuerung und Lenkung. Das ist das urliberale linke Verständnis gewissermaßen des Verhältnisses von Staat. Also da müsste man auch wirklich mal klar sagen, das ist ja genau das Ziel, wo wir wieder hin wollen. Wenn man das wenigstens mal sagen würde, aber hier stattdessen wird hier fabuliert von der neuen Normalität. Und es wird so getan, als ob die dann von oben verordnet wird. Und ich denke, das Einzige, was uns jetzt noch wirklich bleibt, ist zu akzeptieren, dass es so dumm ist, wie es ist, und daraus dann selbst die neue Normalität zu basteln, wie wir sie uns vorstellen, nämlich mit Meinungsfreiheit, mit offener Diskussion, dass eben eine Schulung stattfindet, wie kann ich meine digitalen Mittel nutzen, um jetzt weiterhin mit allen in Kontakt zu bleiben und zu reden. Und ich meine, dieses Maskentragen, das hat ja über den medizinischen Sinn hinaus auch noch eine symbolische Wirkung, ne? Dass man nämlich einfach, ja, wer möchte schon reden, wenn er eine Maske auf hat? Es ist, hat was von Maulhalten einfach, von vornherein. Von daher, ich kann es auch immer nicht verstehen, wenn Politiker, wenn sie eine Rede vorne halten, dann tatsächlich noch dieses Symbol vor sich haben, anstatt es einfach mal abzunehmen, obwohl sie 50 Meter von dem ersten in der nächsten Reihe entfernt dann sprechen. Ja? Also ich weiß nicht, ob die das wirklich noch mit irgendetwas rechtfertigen können, ne? Außer einer wahnhaften Ideologie, die von der wilden Verbreitung von Aerosolen ausgeht. Das war jetzt eine Meinung, das kennzeichne ich jetzt mal, damit mir YouTube nicht das Video deswegen löscht. Ja? Also ich glaube an alles, was wissenschaftlich evidenzbasiert belegt ist, und ich möchte nicht, dass dieses Video gelöscht wird. Das ist zum Beispiel auch so eine Unart. Ja? Irgendwie ein Satz irgendwo im Video und zack, weg. Also das ist eben die dramatische Verengung sozusagen des Meinungsspektrums. Es gibt ein enges Fenster von dem, was gesagt werden darf. Und dieses Fenster wird letztlich von staatsnahen Medien und der Politik, in welchem wer auch immer wem vor sich her treibt, gewissermaßen festgelegt. Und wenn man nicht in diesem kleinen Schießscharten losschießt, gewissermaßen von Meinungen argumentiert, dann wird man nicht ernst genommen, diskreditiert, auch ja, misshandelt gewissermaßen. Das, was Sie da vorhin sagten von den Linken, die äußern, dass sie sich gar nicht mehr corona-kritisch äußern, damit das alles aus dem rechten Lager kommt, das ist sozusagen Framing pur. Das denkt überhaupt nicht mehr über die Sache nach, sondern gewissermaßen nur noch eine metapolitische Taktik gewissermaßen. Ja. Das ist ja Framing. Also ich glaube, Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese kritischen Stimmen aus den Parteien deshalb nicht kommen, weil eben der Fraktionsdruck da sehr stark ist. Also man sieht es ja von Einzelnen in den Parteien, die da gerne was sagen würden, dass sie dann einfach zurückgepfiffen werden. Ne? Oder dass sie mit Rauswurf gedroht wird, wie dem Herrn Sieber da bei den Grünen oder so. Ja? Ich glaube, so heißt er. Ja, nicht nur gedroht wurde, oder? Ist ja nicht auch raus, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht nochmal dann zurück zu Ihnen. Es könnte jetzt der Eindruck entstehen, als hätten Sie als Meinungen geäußert, diese, ich sag mal, metapolitischen Grundprinzipien, ja? Also wie geht der Staat mit den Menschen um oder so. Auf diesem Niveau oder auf dieser grundsätzlichen Ebene haben Sie sich, glaube ich, gar nicht geäußert, sondern da ging es einfach nur eben um Einzelfragen, was ist wohl richtig, was ist auch wissenschaftlich vertretbar, umstritten, zweifelhaft oder eben ja, vielleicht überzeugender als andere derzeit im Diskurs herrschende Meinungen, dass man dort sozusagen immer kritisch bleibt, in den Einzelheiten kritisch bleibt. Und das ist eben gerade dieser Prozess, der in einer demokratischen Gesellschaft gewissermaßen das Strukturprinzip ist. Wir wollen genau dieses gemeinsame Überlegen. Wissenschaftstheorie, dazu hat ja Karl Popper wiederum sehr Grundlegendes gesagt. Wissenschaftstheorie sagt eben, dass man sich immer nur mit Thesen, mit Hypothesen vortastet und gewissermaßen die Widerlegung, zumindest die Diskussion der Hypothese, geradezu erwartet. Das macht den wissenschaftlichen Prozess aus. Dieses Bezweifeln, die Nullhypothese, dass die Gegenrede, das Validieren, Überprüfen, Fallibilismus, glaube ich, heißt das, ja, dass dieses
Punkt diese ist. Vorsichtsäußerungen, ja, und dieses Zweifeln, ständige Zweifeln und anderer Auffassung sein dürfen, das ist der Kern des demokratischen Rechtsstaats. Und der wird gewissermaßen im täglichen, auch in der medialen Auseinandersetzung geradezu bekämpft. Und ich finde es entscheidend, auch richtig und wichtig, dass Sie als Lehrer von jungen Erwachsenen insbesondere denen vorleben, dass man eben andere Meinungen hat, dass man sich eine eigene Meinung bilden sollte, dass man überprüfen sollte, was einem als geradezu Faktum, als Meinung vorgesetzt wird, ob das denn wirklich valide ist, ob das rational begründet ist oder ob das nicht auch eher eine steile These ist oder vielleicht sogar eine Glaubensfrage, dass bestimmte Dinge so sein, also wahr sein und andere nicht. Das sind ja schon eher auch kultische Meinungssysteme gewissermaßen oder zumindest Glaubensrichtungen. Ja? Aber dass man das jeder einzelne individuell überprüfen soll und kritisch denken soll und auch sich nicht alles gewissermaßen von oben sagen lassen soll. Das ist schon auch in dieser Generation, die Sie zurzeit unterrichten, ein bisschen, also ich kann das durchaus beurteilen aus meinem Umfeld, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wenn man die Generation, also unsere Generation vielleicht im weiteren Sinne der Jugend- und Studentenzeit betrachtet, da war kritisches Denken natürlich gerade auch entwickelt worden und durchstrukturiert worden, gedanklich. Aber da war das eine Selbstverständlichkeit. Man würde doch niemals einem Nachrichtenonkel im Fernsehen oder gar einem Politiker sozusagen glauben, einfach sagen, wird wählen. Das sagt dann, ist das wahr, dann ist das richtig. In der jetzigen Generation sind die Fertigkeiten, die demokratischen Fertigkeiten gewissermaßen ein bisschen im Rückgang. Und wenn Sie das mit Leidenschaft und Überzeugungskraft und festen Auffassungen oder Einschätzungen oder Fragen auch nur revitalisieren, machen Sie dem Lehrer sein alle Ehre, finde ich. Und davon zu sprechen, dass die Meinungsfreiheitsgrenze überschritten sei oder eine Mäßigungsgrenze überschritten sei, das finde ich wirklich tief verstörend, dass das auch rechtlich versierte Mitarbeiter der Senatsverwaltung ernsthaft zu Papier bringen und argumentieren.